Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Jump League zusammen mit Nefers. Den Goro bei. Und ich sehe gerade, wir haben den gleichen Anfang wie letztes Mal. Ja, die easy Maps, Game, ne? Die Maps sind nicht fest. Also, das kann ich dir auch nochmal. Die Maps sind. Oh, wir sind nebeneinander. Guck mal nach rechts. Hallo! Nach rechts. Nefi! Ach so, nach rechts. Die Maps sind gemischt. Das ist mir schon aufgefallen. Also, es kann passieren, dass mehrere. Die kopieren so die Abschnitte untereinander, die tauschen sich aus. Also, der Abschnitt hier, der erste, kann genauso sein. Obwohl, der nächste ist auch wieder die Mine. Vielleicht haben wir wirklich genau das gleiche jetzt. Dann ich gucke gleich wieder einen Anfall. Was? Dann kriegst du gleich wieder einen Anfall. Krieg ich jetzt erstmal hier an den Lianen. Wie ist der eine so schnell an der Liane hochgekommen? Ey, zack. Oh nein! Jetzt schaffe ich die Liane nicht, weißt du? Ich auch nicht eben. Nein! Och! Das Girl der Rache ist aber auch nicht besser. Da leftet schon einer das Game. Der Falco. So kennen wir ihn. Der Falco. Oh, warum ist der Check? Oh, ein Lucky Block. Lucky, jawohl. Jump Boost. Ist das Jump Boost? Jawohl. Aber nur 3 Sekunden. Schnell. Ich krieg den ersten Checkpoint schon nicht, ey. Ja, der ist so ein 3-Block-Weitersprung, glaube ich, oder so, ne? Mhm. Da musst du echt in der letzten Sekunde noch vom Block abspringen. Das ist ein Sprung, den musst du können. Das ist halt witzig, weil eben habe ich es ja geschafft. Ohne Probleme auch. So beim ersten Mal und so. Wolltest du eigentlich Rennen auf einer anderen Taste oder machst du Doppelklick-Rennen? Ich hab auf Steuerung. Okay. Weil das. Manchmal brauchst du beides. Also manchmal musst du. Also finde ich, dass das so mischen muss. Ja, einmal das so, einmal ich so. Auf jeden Fall nicht. Was? Hast du vorhin geschafft. Ja, eben. Ja, aber diesmal schaffe ich es nicht. Ach komm. Ich blamier mich hier bis auf die Knochen, ey. Ich doch auch. Du bist Zweiter. Was? Ja, sind aber alle anderen auch scheiße. Das ist so. Das sieht besser aus, als es ist, Goro. Aber ich muss doch rennen bei dem ersten Sprung. Es ist doch, dass ich den ersten Sprung nicht schaffe, ist ja wohl. Oh, ich hab grad voll den Slow. Schissel. Oh, die Stelle hasse ich. Unlucky. Ja, ich war auch gerade unlucky. Dann konnte ich überhaupt nicht mehr springen. Nee, kann ich jetzt auch gerade nicht. Blindness. Blindness und Slowness oder so, keine Ahnung, was das. An der Stelle, wo ich bin, da kommt man schnell rüber, aber es ist mega nervig. Hast du den Checkpoint jetzt geschafft? Ja, ich. Nein! Ja, hast du? Ja, ja. Danach ist der schwerste nach dem Abschnitt mit, also nach dem ersten Abschnitt, das ist easy, glaube ich. Und danach wird es ein bisschen schwer. Das ist für mich. Wenn man da so auf Zäune. Das ist halt schwer wegen des Nippels halt. Ja, genau, der Zaun. Nein! Oh, wenn man eine Sekunde, so einen Millimeter zu früh abspringt, ne? Das ist so ätzend. Gucken wir Goro bei mal zu. Unlucky und blind, ey. Ach, hast einen Lucky Block bekommen, also einen Unlucky Block. Ja. Kann auch nicht rennen dann. Warum bringt's denn nicht, wenn du einmal runterfällst und das ist weg? Das ist ja da noch. Ja, es wäre schön, wenn es weg wäre. Oh nein, warum springe ich denn so früh? Da, wo du bist, würde ich einfach durchrennen und nicht einzelne Blöcke machen.
Mach ich auch, aber vorm Nippel bleibe ich meistens stehen. Achso, nee, das darfst du auch nicht machen. Erst stehen bleiben, wenn die Leiter kommt. Oder du bist mutig und ziehst es bis zur Leiter durch und dann bleibst du stehen. Also rennst, springst an die Leiter und dann setzt du nochmal neu an. Oh Gott! Den ja, was? Der Nippel, ey. Du musst doch nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Oh Gott. Leitersprünge. Wer hat diese Map gebaut? Nein! Okay. Einmal hier hin. Die Ender Chest ohne Workbench. Ich hab eine Workbench bekommen. Was zur Hölle? Ich werde gleich was craften, ey. Oh nein! Erstmal eine Hose runtergeschmissen. Also manchmal denkt man sich auch, jetzt schaffe ich's und dann... Oh. Ja, ich sage auch schon gar nichts mehr. Letzte Runde habe ich mich ja total aufgeregt, das mache ich diesmal nicht. Oh, was? Kommt vielleicht jetzt gleich. Merkt das aber schon, die Wut kommt so langsam im Hals hoch. Die also. Wut kommt hoch und das ist, wenn die Halsschlagader langsam pulsiert, ey. Und dann auf die Zeit... Nein! Och Mann! Dann guckst du auf die Zeit und sagst, okay, das PvP. Ja, erst bald. Weißt du? Ah, oh, wenn du kurz vorm Checkpoint bist, so gefühlt, und dann runterfällst. Mann. Jetzt komm ich hier. Es ist so ein Spiel, da würde ich gerne auf den Tisch schauen. Mach doch mal. Nee. Ärger dich doch mal richtig. Nee. Das wollen ja, die Leute ich bin ja. Ich bin ja schon richtig aggressiv, aber ich mach das ja einfach nicht, weißt du? Gib mir die Blöße ja nicht, dass ich dann hier jetzt dann ausrasten will. Mann, das geht nicht! Da kenne ich noch einen besseren Modus, aber der ist nicht auf dem Server. Nein! Oh. 30 Sekunden noch, ey, scheiße. Ich schaff da nichts mehr. Okay, ich sortiere jetzt mein Inventar aus. Und schmeißt die Schwerter weg und Sachen, die ich nicht brauche. Schwert, Essen. So, ich bin fertig. PvP kann kommen. Oh, jetzt hätte ich dich fast getötet, aber das wollte ich jetzt mal nicht tun. Nett von dir. Nein! Wieso hat der mich jetzt getötet, der Sack? Auch schon gestorben. Manchmal denkst du, du hittest gerade so gut. Oh! Ach, du bist das! Bist du wenigstens ins Wasser gefallen? Ja, bin ich. Cool. Hier, du tötest mich wieder. Der hat eine fucking Axt, die macht mehr Schaden als mein Goldschwert. Komm, du hast Fallschaden bekommen. Du hast Fallschaden bekommen. Komm schon! Ach, das gibt's doch nicht. Wenn der mich jetzt umbringt, ne? Ey, fuck, der. Hier ist eine Wand. Geil. Ah, hast du mich jetzt getötet? Jetzt sterbe ich auch. Oh. Ich hatte aber zwei Kisten da. Ich habe zwei Kills gemacht, ey. Nice. Der Typ da, der Gigif, mit seiner fucking Stahlaxt, oder seiner mit Eisenaxt, der hat mich ständig gekillt, weil seine Eisenaxt mehr Schaden macht als ein Goldschwert. Bin ich Dritter geworden? Ja. Awesome. Wann tötet er den denn? Hat er noch ein Leben?
Guck mal, der ist nicht einmal gestorben. Dann kannst du mal sehen, wie OP die fucking Eisenachse ist. Jetzt aber. Oh, ja. GG, ne? Winner the Beats? Warum? Ach, er war genickt. Ja, er ist YouTuber. Ja, dann The Beats, ne? Herzlichen Glückwunsch dafür. Wir sehen uns in der nächsten Folge bestimmt. Tschüss. Ciao.